So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Gartenfreunde. Heute mal am Kartoffelfeld. Ich habe ja schon im letzten Video angekündigt, dass wir das mal abernten werden, genau wie die Zwiebeln und den Knoblauch. Ihr habt mir auch reichlich viele Vorschläge geschrieben, was wir hier so reinmachen können. Heute soll es aber hauptsächlich mal ums Abernten der Felder gehen, beziehungsweise mal ums Abernten der Kartoffeln und des Knoblauch-Zwiebel-Tunnels da vorne. Pflanzen werden wir das dann zusammen in einem anderen Video. Ich habe mir mal so eine Liste zu Hause erstellt, was ihr mir alles vorgeschlagen habt. Und ja, da werde ich mir mal einige Sachen aussuchen, was sich so verträgt. Aber erst tun wir uns hier rum. Ich gehe mal Werkzeug holen und dann legen wir los. So, wir haben jetzt hier 6 Reihen mit jeweils einer verschiedenen Sorte. Oder, nee, warte, Quatsch, muss ich mal gucken. Wir haben einmal hier Belana, Laura, dann zweimal Sieglinde und zweimal die Bernina. Und ich bin echt gespannt, was wir für einen Ertrag dieses Jahr haben. Letztes Jahr war ja echt mega viel. Hoffen wir das Beste. Wir haben ja im letzten Video schon mal ein bisschen was geerntet, haben ein bisschen was rausgeholt. Und ja, Daumen drücken, dass es wieder so viel wird wie letztes Jahr. Kleine Kartoffeln. Also, ich muss sagen, die erste Reihe hat echt mega kleine Knollen. Wobei, zum Direktkochen geht es natürlich. Das ist die Mutterknolle, die kommt weg. Aber ich hatte es ja auch schon mal im letzten Video gesagt, wir haben hier einen ziemlich harten Boden. Und da kämpft sich nicht immer jede Knolle wahrscheinlich durch. Egal, wissen wir Bescheid fürs nächste Jahr. Oh, doch. Hier haben wir jetzt mal eine große geerntet. Aber wir haben ja noch ein paar Reihen vor uns. Und guck mal hier, da sieht man mal, wie kompakt der Boden hier ist. Der ist einfach so fest. Und natürlich haben dann hier die Kartoffeln ein paar Probleme durchzukommen. Egal. Wissen wir für das nächste Mal Bescheid. Den Boden mal hier ein bisschen auflockern. Das ist ja auch eigentlich normal hier auf dem Grundstück. Das lag jetzt echt jahrelang brach. Hier sind irgendwelche Baumaschinen drüber gefahren. Natürlich ist der Boden dann hier verdichtet. Aber guck mal, ob wir jetzt hier von Saison zu Saison den Boden mal ein bisschen lockerer kriegen. So, ein bisschen hängt hier was immer dran, ne? Auf jeden Fall besser als die erste Reihe. Aber damit es für euch jetzt nicht so lange dauert, geben wir jetzt mal ein bisschen Gas und spulen mal ein bisschen vor. So, man sieht es, eine komplette Schubkarre voll mit Ballkräutern, Tomatenpflanzen und. Und das Feld ist leer. Ja, was soll ich sagen? Letztes Jahr, ich weiß es gar nicht, Kamerafrau, wie war letztes Jahr die Ernte? Genauso viel? Mehr? Mehr. Auf jeden Fall, letztes Jahr war viel mehr. Wir haben hier zwar
schöne Knollen bei. Man kann ja auch schön was draus machen. Aber ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen viel, viel weniger. Ein bisschen viel weniger als letztes Jahr. Ich gehe aber mal davon aus, dass das hier an dem schweren Boden liegt, der einfach viel zu viel fest ist. Also der ist viel zu fest. Der muss ja mit einer Hacke später durchgehen, damit der immer lockerer wird. Wir versuchen jetzt immer mal durch Kohlebeigabe und Kompostbeigabe den Boden ein bisschen lockerer zu kriegen. Und dann hoffen wir mal, dass nächste Saison mehr bei rauskommt. Aber ja, ich sage mal, besser weniger als gar nichts, wa? Egal. Kommen wir mal zum Knoblauch und zu den Zwiebeln. Ich hoffe, dass die mir ein bisschen die Laune verbessern. Ich weiß es aber nicht. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal. So, jetzt müssen wir erstmal die Steine hier rundherum wegtun. Und dann seht ihr auch gleich schon die riesen Überraschung, denn ich bin der Meinung, die Beikräuter haben hier Oberhand genommen. Aber das schauen wir uns mal an. Was soll ich sagen, ne? Hier und da sieht man mal eine Zwiebelblüte. Aber hier ist auch mehr Unkraut als alles andere. Egal, wir buddeln mal und schauen mal, ob wir was Schönes finden. Aber der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier oben mit den anderen kleinen Brutzwiebeln dran. Der sieht doch schon mal besser aus. Egal. Schauen wir zwischendurch mal hier nach einer Zwiebel. Holen wir einfach mal die hier raus. Hey, hey, hey. Die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also wenn wir jetzt ein paar Zwiebeln davon noch drin haben, würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Was soll ich sagen? Sieht doch ganz okay aus, oder? Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Nicht nur die Kartoffeln enttäuschen mich dieses Jahr mega. Nein, auch der Knoblauch enttäuscht mich auch mega. Also wir haben keine Knollen, die größer sind. Das ist die größte Knolle hier. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier echt wegen dem schweren Boden. Ich komme ja nicht mal mit der Spitzhacke ganz rein. Muss ich mich schon richtig draufstellen. Also wir haben hier wirklich einen sehr, sehr, sehr schweren Boden. Hier muss auf jeden Fall was gemacht werden. Vielleicht mache ich da auch mal eine Videoreihe raus, wie wir den Boden hier ein bisschen auflockern. Egal. Knoblauch ist ganz okay. Letztes Jahr war es viel, viel mehr und viel, viel größer. Was mich mega überrascht hat, sind die Zwiebeln. Also die sind wirklich mega gut gewachsen. Hat man ja gesehen. Ich zeige euch gleich auch mal den Bottich nochmal.
Aber der Rest, weiß ich nicht. Gibt nicht immer nur gute Sachen im Vietnamsleben, ne? Egal. Ist jetzt so. Freunde, da haben wir heute doch mal wieder was Schönes geerntet. Ein paar Kartoffelchen, schöne Zwiebeln und ein bisschen was an Knoblauch. Hier ist auch noch irgendwo Knoblauch drunter. Egal, Freunde. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wieder ein bisschen Schweiß und Blut vergossen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid, einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, zwei nach oben geben. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Freunde, wir sehen uns. Ciao, ciao.